Jo Leute, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir befinden uns nun hier. Unten auf dem ganzen Kack. So. Okay. Verdammt, das ist ein heftiger Sturm. Aus der Nähe rückt er viel größer. Ach was, Lieutenant. So schlimm ist es nicht. Er kann uns aber trotzdem umbringen. Der Krieg auf der Erde macht mir mehr Sorgen. Oder der Umstand, dass niemand Meldung macht. Okay. Was ist das? Allianz. Sergeant Reeves. Er hat wohl keinen Widerstand geleistet. Okay, Javelin. Tempest. So, ich hab meine alten Waffen noch hier. Hier stimmt etwas nicht. Halten Sie sich bedeckt, bis wir wissen, was vor Sie liegt. Heilige Scheiße! Sie richten Sie hin? Peng. 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 Ihr Typen waren von Cerberus, oder? So hat's ausgesehen. Was macht Cerberus hier auf dem Mars? Gute Frage. Sie wissen's nicht? Ich gehöre nicht mehr zu Ihnen. Ash. Okay. Das nicht. Aber wenn eine zwielichtige Terrororganisation eine unserer wichtigsten Forschungsanlagen infiltriert, ist das doch ziemlich verdächtig. Achtung! Ich sollte mich nicht derart erklären müssen, Ash. Bitte, vertrauen Sie mir. Das tue ich ja. Es ist nur... Wie haben wir denn da?
Yara. Sie gehört zu uns. Shepard, der Göttin sei Dank, Sie leben. Liara. Liara. Ich war besorgt, als die Berichte kamen. War der Angriff schwer? Ja, es war schwer wegzugehen. Ashley, tut mir leid. Aber warum sind Sie hier? Befehl von Hackett. Er sagte, Sie wüssten, was vor sich geht. Ja. Halleluja. Endlich antworten. Vielleicht. Ich habe Pläne für ein Gerät der Proteaner gefunden. Damit könnte man die Reaper vernichten. Hier, auf dem Mars? Ja, in den Proteaner-Archiven. Wir wissen schon seit Jahrzehnten von dem Archiv. Warum jetzt? Eliminierungsprozess. Gemischt mit einer Portion Verzweiflung. Als ich von dem Alpha-Portal-Vorfall erfuhr, wusste ich, dass ich was tun musste. Hackett wusste das auch. Er hat mich gefragt, ob ich ihm im Kampf gegen die Reaper helfen würde. Meine Suche führte mich her. Hackett hat mir Zugang zum Archiv verschafft und mich über ihren Status auf dem Laufenden gehalten. Ich wollte sie besuchen, aber... Sie haben es richtig getan, nur keine Sorgen. Ich stand unter Hausarrest. Ich hätte ihnen sowieso nicht viel helfen können. Sie haben vermutlich recht. Jedenfalls hat sich meine Arbeit gelohnt. Das Archiv ist voller Daten, eine überwältigende Menge. Ich habe wohl gefunden, was wir brauchen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Wo finden wir diese Waffe? Es ist keine Waffe. Noch nicht. Es sind Baupläne für ein Gerät. Das ist mehr, als wir vor einer Minute hatten. Wie kommen wir daran? Das Archiv ist auf der anderen Seite der Bahn da. Falls Cerberus es nicht abgeriegelt hat. Hinter was sind die her? Die scheinen sie unbedingt fangen zu wollen. Sie wollen, was ich auch will. Was wir alle wollen. Aber warum? Die Proteaner standen kurz davor, die Reaper zu besiegen. Sie hatten Pläne für ihre Zerstörung, aber zu wenig Zeit dafür. Und alles, was mächtig genug ist, um die Reaper zu vernichten. Ist etwas, an dem Cerberus automatisch Interesse hat. Es ist also ein Rennen zum... Wir haben Gesellschaft. Immer her damit. Diesmal nicht, James. Was? Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Aber... Sofort, Lieutenant. Sie kommen näher. Sie sollten in Deckung gehen. Sie haben uns gefunden. Ich kann Singularität einsetzen, um sie rauszuziehen. Okay, Singularität. Kein Problem für jemanden mit Biotik. Peng. Das waren alle. Gut, suchen wir einen Weg nach oben. Okay, machen wir gleich. Aber als allererstes gucken wir uns hier immer erst um in allen Sachen, da man nie weiß, was man genau findet. Das ist eine gesicherte Station. Wie ist Cerberus da reingekommen? Weiß nicht. In einer Minute kommen Berichte von der Reaper-Invasion rein.
Und in der nächsten herrscht Chaos. Ich habe anfangs nicht mal kapiert, dass es Cerberus war. Könnten Sie mit den Reapern zusammenarbeiten? Ich glaube nicht, aber möglich ist natürlich alles. Und hüpf. Ja, und wollen wir uns mal hier umgucken wieder bei. Oh, meinen solche welche benutze ich hier nicht mehr. Wir brauchen Zugang zu dem Laufband. Die Steuerung müsste in der Nähe sein. Datenpad von Cameron Harrison an Exogenic Corporation. Miss Mika, danke für Ihr freundliches Angebot an neuer und topmoderner Technologie. Wie bei allen bisherigen Angeboten ihrerseits müssen wir auch dieses Mal ablehnen. Unsere Rechtsabteilung ist Ihre Vorschläge erneut durchgegangen und hat erneut festgestellt, dass sie nicht ausreichend sind. Kurzum, wir sind nicht interessiert. Verschonen Sie uns bitte künftig mit Ihren großzügigen Angeboten. Hochachtungsvoll, Cameron Harrison. Ja Leute, ich lese alles vor, was ich finde. Okay, Waffe Upgrade erhalten. So. Das ist seltsam. Versuchen Sie Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ich kann die Live-Feeds nicht freischalten, aber... Haben Sie das gesehen? Wer ist die Frau in dem Video? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Wie sieht's aus? Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Okay, dann los. Tut mir leid, wenn ihr im Hintergrund eventuell ein bisschen Geschrei hört. Das liegt daran, dass meine Eltern wieder voll am Ausrasten sind heute. So, dann wollen wir erstmal uns umgucken. Weil ich gucke mich immer erst gründlich um, bevor ich irgendwie weitergebe oder sowas. Aber man kann ja nie wissen, ob man irgendwas findet. Aber hier scheint sonst nichts mehr zu sein, deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. Rin, raus, Krimsibums. Oh. Der Sturm kommt näher. Was zum Teufel? Anscheinend leistet die Allianz noch immer... Kommando, hören Sie mich? Schlecht. Der Sturm verursacht Störungen. Ich hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie. Wie ist Ihre Position? Diese Luftschleuse dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so aus, als wäre Gewalt im Spiel gewesen. Nein, Sie müssen die sicher... Jemand hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als Sie noch drin waren. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal. Sogar für Cerberus-Verhältnisse. Okay. Datenpad von Simon Wettenape an Cameron Harrison. Cam, wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Sie soll von hier verschwinden. Ich lasse mir mein System nicht durch eine Pseudo-Expertin ruinieren, die nächste Woche sowieso nicht mehr da ist. Ich hasse Fremde, die glauben, sie wüssten alles, aber in Wahrheit ist ihnen völlig egal, was sie hier erreichen wollen. Dr. Eva, soll das ein Witz sein, haben alle vergessen, was letztes Mal passiert ist, Simon.
Mit Q und E kann man übrigens... Tasche lassen! Delta Team Ende. Wie lautet unser Befehl? Hier drin sind irgendwo Allianz-Soldaten. Wir müssen sie vom Kern fernhalten. Nächsten Raum überprüfen. Da drin ist es dunkel. Soll ich die Fenster kaputt schießen? Nein! Peng! Leute, so muss es immer gehen. Von diesen Leuten, Liara? Ich habe ein paar schon gesehen, aber kennen wäre zu viel gesagt. Geht als einziger Asari hier wurde ich möglicherweise mit etwas Misstrauen behandelt. Ich habe den Großteil meiner Forschungsarbeit alleine erledigt. Ich habe übersetzt. Ich weiß immer noch nicht, was sie entdeckt haben. Indizien, Hinweise. Okay, MP. Bei den Jahren waren es Jahrhunderte. In dieser Zeit suchten die wenigen überlebenden Proteaner verzweifelt nach einer Methode, die Reaper aufzuhalten. Wenn meine Übersetzung stimmt, ist ihnen das auch gelungen. Aber am Ende verfügten sie nicht mehr über die Ressourcen, um ihren Plan auch umzusetzen. Immer schön XP mitnehmen. Wir müssen erst den Druck im Raum herstellen. Und fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Es gibt wohl eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Doktor, Bericht kommt, sobald... Jetzt wissen wir, wie Cerberus rein kann. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht ihre Schuld. Ganz genau. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Gibt es. Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Ach, Liara. Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Ich habe Wehe, wofür ich liebe. Tut mir leid. Denke ich daran, was ich verlieren würde, wenn ich versage. Das ist eine schreckliche Last. Wir werden Sie aufhalten, Liara, gemeinsam. Ganz genau, werden Danke. Wir schaffen. Ich will Ihnen glauben. Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Jo. Gut, los geht's. Maka. So, dann modifizieren wir jetzt erstmal. Konzentration erhöht Schaden um 10%. Erhöht den Schaden um 10% und verbessert die Konzentration beim Ziehen und durch kurzfristige Verlangsamung der Welt. Um sie herum um 30%, also mehr Schaden, mehr Kapazität, mehr Schaden oder mehr Präzision. Ich nehme das, so mache ich das jetzt. So, und bei der hier weniger Gewicht, das ist immer gut, denn die Waffe werde ich immer dabei haben. Jetzt mehr Kapazität, mehr Kapazität. Ich nehme die Präzision bei dieser Waffe. So, mein Lieber, du bekommst hier die Locust, weniger Gewicht, ist bei dir egal, so, mehr Schaden, mehr Kapazität, mehr, so mache ich das auch, und hier bekommst du die, Bogenpistole. Mehr Nahkampfschaden, ermöglicht die Kugeln, mehr bla bla. Mehr Kapazität. So machen wir das. Und bei Liara machen wir das folgendermaßen. Ich habe ja die Window, die Liara bekommt. Gib mir mehr Schaden drauf.
funktioniert. Ich gehe alles auf Schaden mit der Waffe. Und hier bekommen sie die festen. Ja Leute, ich habe meine alten Waffen hier drin. Tut mir leid, wenn ich es benutze, aber spielt ja nicht keine Rolle. Wir werden hier das so oder so alle ohne Probleme wegkriegen. Mehr Präzision. Gut, dann werden wir hiermit fertig. Briefschlitz! Kraft von 10, den habe ich leider nicht fertig bekommen am letzten Mal. Datenpad. Von Phaser Haikau Tegele an Sandoval Fletcher. Ja, ich weiß, wechseln Spezialisten in derselben Woche ist ziemlich verrückt, aber Hudson. Ich habe von dieser Asari schon gehört. Sie ist sehr bekannt und hat großartige Forschungsergebnisse über die Proteane veröffentlicht. Über diese Dr. Iva weiß ich nichts, aber Liara Tissoni ist, die ist echt. Ich lege keine ihrer Arbeit über proteanische Kultur bei. Ich lege einige ihrer Arbeit bei proteanischer Kultur bei. Lesen Sie. Wenn Sie damit fertig sind, werden Sie mir beipflichten. Ich kann es kaum erwarten, bis sie offiziell vorgestellt wird. Wirklich sehr aufregend. Phaser. Leider kann man dieses Spiel nicht hacken wie Mass Effect 2. Das finde ich doch. Briefschlitz. Oder doch nicht. Aber das war einer. Auch nicht, warum denn? Noch drin ist. So. Gucken. Hier haben Sie die verschiedenen ausgegrabenen Relikte untersucht. Was haben Sie gefunden? Mehr, als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Und dabei haben Sie nur an der Oberfläche gekratzt. Okay. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. So, gucken wir weiter. Persönliche Notiz. Es Esparasa Linguiste. Wir konnten noch nicht viel, eigentlich gar nichts von der Sprache entziffern. Aber die visuelle Dokumentation gibt uns einen Anhaltspunkt, was Sie wohl erforscht haben. Nämlich uns. Sie schienen ganz besonders an der Evolution des Cro-Magnon-Menschen interessiert zu sein, ausgehend von der Organisation ihrer Dateien und den vorgenommenen Markierungen. Es mutet etwas Fantastisches an, so etwas zu schreiben, aber alles deutet darauf hin, dass eine Kurve der
intellektuellen Entwicklung des Menschen entstellen sollte. Hey, Moment, bitte. Ui, da habe ich ganz schön genossen. Ich hebe hier alles auf, was ich kriegen kann. Das wird daran werde ich über mir gewöhnen müssen. Das ist die Bahn. Die bringt uns direkt zum Archiv. Okay. Cerberus hat bestimmt alles.